Freunde, heute haben wir, ja, wir sind nämlich heute zu zweit. Meine zauberhafte Tochter ist nämlich noch dabei. Hallo. Hallöchen. Haben wir für euch nämlich die Logjammers. Die Logjammers ist ein tolles Spiel von Megacat Studios. Ihr seht es hier in der Originalverpackung. Ich glaube, man kann auf der Homepage tatsächlich auch das Ganze nur mit der Cartridge kaufen, aber genau weiß ich es nicht. Ich habe es über den Dragonbox Shop, wo ich eben sehr gerne Sachen hole. Nein, es ist keine Werbung, das ist einfach nur eine Feststellung. Ihr seht, das Ganze ist ziemlich glossy und da oben ist so ein Embossed Logo reingedruckt, hier an den Seiten auch. Die Verpackung ist also ganz nett gemacht. Das Spiel hat mich gekostet 35 Euro. Finde ich absolut okay. Ja, warum wir euch das heute zu zweit zeigen, ist, weil es nämlich einfach ein mega geiles Multiplayer-Game ist. Und das seht ihr gleich. So, hier gibt es natürlich auch noch das obligatorische Anleitungsheft. Sehr schick. Auch hier, ne, hübsch gedruckt, vollfarbig. Das heißt, also eine ganze Menge in dem Spiel gibt es auch zu sehen. Worum geht es überhaupt und warum zu zweit? Ja, es hat Zombies. Es hat einen Schiri, Es ja, hat Äxte. nicht wirklich, aber genau, es hat Äxte, nämlich genau diese da, die da in dem Zombie-Kopf kleben. Das sind die Äxte, die in dem Spiel hier eben namensgebend sind. Hier seht ihr das ja auch noch mal, ja. So, und das heißt also, in dem Spiel geht es darum, dass sich total verrückte Gestalten mit Äxten gegenseitig bewerfen, die eigentlich mehr so Lumberjacks sind, also so Typen, die eigentlich Holz hacken. Ich habe zwar noch nie einen Zombie Holz hacken gesehen, aber ich habe auch noch nie einen Zombie gesehen in freier Wildbahn. Vielleicht liegt es da daran. Die machen das ja auch im Jenseits. Achso, ja, Steht auf natürlich. der Also, Rückseite. ne, genau. Also, das ist abgesehen davon, dass im Jenseits ziemlich geile Schauplätze sind wie andere Planeten, irgendwelche komischen Sümpfe oder, naja, gut, aber vielleicht für jeden sein Jenseits, wer weiß das schon. So, also auf jeden Fall, das Spiel ist echt abgefahren. Megacat Studios ist bekannt für so einen abgefahrenen Kram. Leider habe ich hier nicht die Kickstarter-Version, denn da gibt es hinten noch einen tollen Aufkleber, der euch davor warnt, irgendwas Beklopptes mit dieser Cartridge anzustellen, was ich eh nicht vorhabe, aber egal. So, mal abgesehen davon, dass diese Cartridge ziemlich cool ist, die ist natürlich in Sumpf, Dottergrün. Haben wir dann hier auch diesen hübschen Aufkleber noch drauf. Und dann seht ihr hier unten sogar, die einzelnen Teile auf der Platine sind nochmal mit einem Aufkleber versehen. Hier gibt es auch eine Batterie. Die speichert ja sowas wie Trophies, die es in dem Spiel freizuschalten gibt. Das zeigen wir euch gleich. Ja, und das Spiel ist im Prinzip, wie ihr schon sehen konntet hier, ganz einfach erklärt. Da sind also die beiden Jammers, das sehen wir gleich etwas deutlicher, die sich hier entgegenstehen. Und wer bei dem Namen an Windjammers zum Beispiel vom Neo Geo denken muss, der ist da ziemlich gut aufgehoben. Das heißt also, hier ist eine Zielzone mit drei verschiedenen Punkteregionen. Und man muss einfach versuchen, die Axt immer in den Bereich des Gegners zu schmeißen. Und wer als Erste die höchste Punktzahl der Runde erreicht hat, der hat die Runde gewonnen. Das geht 3 Runden lang. Abgesehen davon kann man hier noch eine Menge Extras aufsammeln, Magnet zum Beispiel oder so ein Superschuss oder sowas. Und dann hat noch jede Figur noch irgendwelche eigenen Talente. Dann kann man, habe ich eben schon gesagt, Trophys freischalten. Dann gibt es eine Möglichkeit, so eine Olympiade zu machen, die man so am Stück spielen kann. Und außerdem natürlich den Zweispielermodus. Und den müssen wir euch halt, wie gesagt, besonders ans Herz legen, weil der nämlich wirklich witzig ist. Klar kann man auch gegen den Computer spielen. Das ist aber, ja, das ist unterhaltsam, das ist nett, das kann man machen. Aber natürlich ist das zu zweit viel, viel lustiger. Ja, dann wollen wir gleich mal ins Spiel einsteigen und euch zeigen, was es da so alles gibt. Und sehen uns dann gleich So, wieder. hallo, da sind wir wieder. Wir machen den Test jetzt übrigens zum zweiten Mal, damit wir das Bild möglichst gerade kriegen. Ja, wir reißen uns für euch echt die Beine aus oder was auch immer, ne? Also die Arme auch und den Verstand und was auch da alles sein mag. Also wir haben wirklich Wert drauf gelegt, möglichst scharfes, Gerades. gerades, transparent klares, pixelig Farbig genaues, strahlendes. farbig strahlendes, genau, richtig, danke, dass du mich erinnerst, genau, Exzellentes. Bild für euch zu bekommen. Also wirklich, wir haben uns hier echt die Hufe ausgerissen. Ich hoffe, ihr wisst das zu würdigen. Genau genommen. Also haben wir auf jeden Fall hier mehr justiert als gezockt. Und danke an das Auto, das gerade vorbeifährt.
Ja, also super, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch irgendjemand, der hier mitten reinläuft oder so. Ja. Oder obwohl, dass sie das Haus nebenan abreißen. Das genau, auch schön. Ja, also gestern haben die hier das Haus nebenan, also beziehungsweise die Garage abgerissen. Das wäre jetzt natürlich auch sehr passend. Also um es kurz zu machen, wir hoffen, dass es jetzt wirklich störungsfrei funktioniert. Zweiter Versuch in 10 oder so. Wir geben uns wirklich die allergrößte Mühe, aber mit unserem Equipment ist nicht mehr drin. Also vielen Dank aber an jemanden, der mir letztens sagte, dass wir eine AF-Sperre hier einstellen können. Das haben wir jetzt. Also jetzt ist wenigstens das Nachjustieren passé. Also wir tun echt, was wir können. Ja, ich habe also heute auch noch alle möglichen anderen Kameras und Zubehör und so weiter ausprobiert. Das ist echt das Maximum, was hier geht. Versprochen. So, dann kommen wir jetzt mal wieder ins Spiel. Und dann zeigen wir euch jetzt natürlich endlich den versprochenen Zweispieler-Modus. Vielleicht hier nochmal gerade, also One-Player-Game ist klar. Hier seht ihr die versprochenen Trophies. Die kann man eben dann hier freispielen. Und ja, ihr seht, zwei fehlen mir noch. Wahrscheinlich Champion, weil ich den Tournament-Modus noch nicht ganz zu Ende gespielt habe. Übrigens, da unten seht ihr Start, Exit, Select, Erase Data. So, und wenn man das macht, Erase Data, dann ist es tatsächlich so, einmal kurz drauf gedrückt, ohne irgendwelche Vorwarnung, und dann ist es tatsächlich weg, also falscher Knopf gedrückt und tschuppi. Und dementsprechend drücke ich den jetzt hoffentlich natürlich nicht. Aber sagen wir mal so. Du nicht. Nein, ne? Nee. Also sagen wir mal so, eine geschätzte halbe Stunde im Singleplayer, dann hat man das meiste mal gesehen und freigespielt. Tournament-Modus habe ich noch nicht ganz zu Ende und wie gesagt, das ist wahrscheinlich das, was mir noch fehlt. Burning Sensation, keine Ahnung, aber Champion ist klar, wahrscheinlich halt der Sieger im Tournament. Ja, das ist eben so das, was es hier zu sehen gibt. Und wir zeigen euch nachher auch nochmal das Original-NES. Wir haben also hier im Moment das Retron One HD drin und das bringt ein richtig schönes, kontrastreiches HD-Bild. Deswegen machen wir das jetzt hier auch mal für die Hauptsache des Tests. Aber wie gesagt, das normale NES zeigen wir euch nachher als Vergleich auch mal. Es läuft auf jeden Fall auf Original-Hardware oder auf chipbasierter Hardware. Mit dem Retro-Freak hatte ich da kein Glück, da läuft es jedenfalls nicht. Das heißt also, emulationsbasierte Hardware mit Sicherheit nicht. Das heißt also, Retron 5 oder so dürfte wahrscheinlich auch nicht gehen. So, dann wollen wir mal jetzt mit dem Gequatsche aufhören und endlich mal hier ins Spiel rein. So, also wir haben den Normal Mode, den Turbo Mode, den wir uns noch nicht getraut haben zu testen, weil das Spiel eben echt verflucht schnell ist. Besonders wenn man gegen den Computergegner spielt, hat man echt am Anfang wirklich sieht man überhaupt kein Land. Ich persönlich glaube, dass man sich da relativ schnell einspielt. Ich hatte da also nachher kein Problem mehr mit, aber wir haben den Turbo-Modus hier zu zweit noch nicht probiert. Ich meine, also ich habe da auf jeden Fall im Moment jetzt noch den Bonus, dass ich ein bisschen länger gespielt habe, aber ansonsten habe ich garantiert den Altersmalus. Insofern traue ich mich da jetzt nicht. No Items ist natürlich no choice, weil langweilig, ne? Klar, ja. Wenn wir mit allem da rumspielen, was es da gibt. Auch wenn wir nicht wissen, was es bewirkt. Nö, also wir haben jetzt noch nicht bei allen Extras nochmal im Handbuch nachgeguckt. Das sollten wir dann vielleicht nochmal tun, was sie genau machen. Ist aber auch egal, weil das meistens so schnell geht, dass man das sowieso nicht wirklich großartig unterscheidet. Man will das extra haben, einfach damit man es hat, damit der andere hoffentlich irgendeinen Nachteil hat und schwupp, ist eh schon wieder ein Tor drin. So, also wir nehmen jetzt mal den Normal-Modus. Ich persönlich stehe ja hier sehr auf Spare Rib Bonaparte, aber Mayonnaise Monsoon ist natürlich auch geil und Olli Olzek und Hot Food Francis und Bruiser Bogardus und Red Carlton machen auf jeden Fall auch Spaß, ich habe es schon probiert. Random ist klar, da sucht der Computer den Gegner bzw. eine Figur aus. Und zwei sind noch frei zu spielen. Ihr seht, die habe ich noch nicht freigespielt, wie immer man das auch machen mag. Also das werde ich sicherlich irgendwann noch rauskriegen. Also, ich nehme dann hier mal meinen toten Kumpel. Und ich die Hot Food Francis. Okay, Hot Food Francis. So, und dann haben wir hier den Woodsman's Pond, den Mount Vesuvius und die International Space Station. Natürlich alles so Sachen, die man irgendwie so täglich bei irgendeinem Axtwerf-Contest erwartet. Ja, klar, natürlich, ne? Auf jeden Fall. Also, ne, das ist ja so, natürlich, genau damit hatten wir gerechnet, deswegen ist es einfach irgendeins, ist auch völlig egal jetzt. So, ja, ihr seht's, also da unten und oben sind die entsprechenden Zahlen, die dann die entsprechenden Punkte geben, wenn man da rein donnert, so wie jetzt gerade. Man kann immer so ein bisschen in die Mitte gehen, was man braucht hier, um diese Extras einzusammeln. Und der Gegner kann immer genau bis ungefähr zur Mittellinie des anderen Feldes. Weiter geht's nicht. Danach kann man sich dann eben nicht mehr bewegen. Man kann diese Axt übrigens nicht beliebig lange festhalten. Man kann die Axt nicht beliebig lange festhalten, weil dann irgendwann die Figur anfängt zu blinken und die dann automatisch rausschießt. So.
wir zocken uns ein. Wie gesagt, wir haben schon ein bisschen geübt, allein schon, weil wir hier versucht haben, die Kamera zu justieren. Und ich sag's ja immer, ja, also zocken und quatschen klappt bei mir nicht wirklich gut. Bei mir auch nicht. Ja, ja, das sehe ich. Ich quatsche ja auch nicht. Ja. Dafür habe ich jetzt gerade auch nicht gezockt. Ach so, ja, gut. Ich wollte dich mal kurz gewinnen lassen. Oh, das ist ja total nett. Ja, weiß ich, danke. Oh. Ja, für 2 Punkte hat es gerade mal gereicht. Bei mir auch nur. Ah, nein! Und ihr merkt, es hat so ein bisschen auch so diesen Charme, den man bei Mario Kart hat. Man möchte die Extras aufsammeln und Punkte kriegen. Mal klappt das weniger. Jetzt wird es langsam spannend, ups. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was zu zweit Spaß macht. Kann man auf jeden Fall machen. Alleine ist eher schneller die Luft raus, obwohl das auch irgendwie witzig ist, weil, wie gesagt, das Spieltempo ziemlich hoch ist und auch schon eine Herausforderung. Und Tournament ist auch schon was, wo man ein bisschen länger dran ist, aber eine abendfüllende Beschäftigung ist es nicht. Erwartet jetzt aber auch keiner bei dem Spiel, denke ich, oder? Wahrscheinlich nicht. Also zweit spielt das hier echt seine absolute Größe aus. Ja, da habt ihr dann gerade mal so einen extra in Aktion gesehen. Da hatte ich echt überhaupt keine Chance. Jetzt gerade sowieso nicht. Meine neue Taktik einfach wegwerfen. Genau. Ist nicht so die ja, beste Taktik, Ding. Merke ich, Ding. Weiß ich nicht, sieht gar nicht so schlecht aus, wenn du mich fragst. Ja, genau. Das war dann eine Doppelachse, genauso. Wie man gerade sehen konnte. Ja, wer kennt sie nicht? Die doppelte Achsel. Ja, also, oh, ja, also es sieht schlecht aus für mich. Ganz ich habe gewonnen. Gut. Zum ersten Mal. Also es geht auf jeden Fall. Ja. So, dann haben wir hier immer diese netten Zwischenanimationen, wo der Gegner dann nochmal verbal eins auf die Nuss kriegt. Gehört sich natürlich so, à la Street Fighter, spätestens haben wir das natürlich hier drin. Ist nett, ist witzig, jeder Charakter hat dann natürlich nochmal seinen doofen Spruch dabei. Gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Personalität, dann seht ihr, so. Ja, das ist dann meine Trophy, über die freue ich mich besonders. Ich glaube, es ist total gut, dass nicht da steht, wie oft man die kriegt. Ja, 15 Mal. Ja, wahrscheinlich, ja. Hey, ich bin eine Burning Sensation. Ah, guck mal, da ist Burning Sensation. Jetzt weiß ich natürlich immer noch nicht, wie man eigentlich an diese Trophy kommt. Wahrscheinlich, wenn man eben diesen... Das Feuer-Power-Up genau, wahrscheinlich. Ne, wenn man das Feuer-Power-Up so einsetzt, dass man dem Gegner damit richtig den Hintern wegbrennt. Ja, habe ich offensichtlich noch nicht geschafft. Du hast es auf Anhieb geschafft. Ja, zum Glückwunsch. Dankeschön. Ja, natürlich habe ich jetzt nichts davon, weil jede Wette, das zählt jetzt natürlich nicht bei meinen Trophy. Ah, guck, habe ich ein Glück. Also, hey, das ist natürlich klasse, ja. Also, ja. Das heißt, also ich lasse dich jetzt einfach durchspielen und habe dann trotzdem die Trophys. Ja, das finde ich natürlich gut. Okay, ich also fehlt mir jetzt nur noch der Champion, ja. Und den werde ich auf jeden Fall sicherlich auch noch freispielen. Also ihr seht, das Spiel macht Spaß. Besonders zu zweit ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Ja. Kann man machen, kann man einen netten Abend mit haben. Netten Nachmittag. Wenn man, ja, wenn man halt auf Äxte und Zombies steht, immer. Genau, ne, weil es ist ja natürlich auch so ein sehr beliebtes Thema, was eben auch häufig vorkommt. Ja. Wenn man nicht so auf Äxte und Zombies steht, aber dafür auf Kraterlandschaften und... Schwimmbäder. Ne, komische, Planeten. Holzfällende Damen oder so. Die sich gegenseitig mit Äxten abwerfen. Geht das natürlich auch. Also, also genau genommen ist eigentlich für jeden was dabei. Also jeder Nerd und ich gehe mal davon aus, dass eine ganze Menge Nerds hier diesen Channel gucken. Mich eingeschlossen, der den produziert. Ich glaube mal kaum, dass es Beauty-Gurus sein werden. Ne, genau. Also ich denke mal, also für meine normale Zielgruppe dürfte das auf jeden Fall ein Tipp sein, wenn ihr ein NES habt oder wie gesagt ein NES-Nachbau, der eben nicht emulationsbasiert ist. Holt euch das Spiel. 35 Euro kann man dafür auf jeden Fall ausgeben, finde ich. Ist okay. Macht Spaß. Ist nett gemacht und wir gucken jetzt gleich nochmal eben ins Original-NES rein. Bis gleich. So, und hier das Original-NES. Ihr seht es, sieht ziemlich genauso aus. Ein bisschen pixeliger natürlich. Habe ich jetzt auch nicht anders erwartet, logischerweise. Aber einfach nur, dass ihr das aussieht auf der Original-Hardware, läuft es natürlich auch wunderbar. Dann gucken wir uns mal gerade noch den Tournament-Modus an. Dann haben wir den auch mal gesehen. Ah, jetzt nehmen wir auch mal jemand anders. Das ist mir ja jetzt nicht so. Wenn sich mal nehmen. Hier, den vielleicht. So, dann seht ihr, das ist ähnlich wie bei Mortal Kombat. Da kriegt ihr eure Gegner dann angezeigt.
Und dann müsst ihr natürlich reihenweise gegen die antreten. Und wenn ihr dann verliert, ist natürlich aus die Maus. Ihr seht, das Tempo ist beachtlich. Ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht jetzt im Vergleich zu vorhin. Also es fällt auf jeden Fall auf. Keine Sorge, vertraut mir. Es ist definitiv schneller. Es ist gar nicht so einfach, da zu punkten. Vor allem ist es nicht einfach zu punkten und gleichzeitig die eigene Verteidigung aufrechtzuerhalten. Also wer da am Anfang frustriert ist und sagt, Kackspiel, ja, Steuerung total doof und alles viel zu schnell, keine Sorge, nach spätestens ungefähr 10 Minuten gibt sich das, kann ich auf Erfahrung sagen. Stimmt das? Wahrscheinlich ja. Ja gut, also du hast natürlich den Singleplayer jetzt gar nicht getestet. Richtig. Aber so von der Steuerung her ist schon eingängig, oder? Ja. Also die spricht schon sehr gut an und die ist nicht irgendwie jetzt so, dass man da das Gefühl hat, die ist irgendwie am Spiel vorbei programmiert. Also ich meine, das ist jetzt nicht so wie bei Breakout oder so, wo man ja auch diese schnellen Seitwärtsbewegungen braucht, wo man immer das Gefühl hat, wenn man da jetzt keinen Pong-Controller oder sowas hat, dass das irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also das ist schon super gemacht und es läuft schon sehr flüssig und glatt mit dem Controller hier. Aber es ist tatsächlich wirklich schnell und man muss sich einfach an die Spielgeschwindigkeit auch gewöhnen. Ja, das ist jetzt wieder ne, so typisch, sammle ich jetzt das extra ein oder kriege ich Punkte? Ja. Und da mache ich Punkte oder komme ich aus der Deckung. Das ist echt manchmal nicht so einfach. Da gehört auch mal so ein bisschen Glück dabei. Ja, aber ihr seht, das ist absolut schaffbar. Und natürlich gibt es hier für den Kumpel auch wieder einen Spruch, klar. Und Trophy und dann geht's ab zum nächsten und so weiter und so weiter und so weiter. An der Stelle hören wir da mal auf, wir möchten euch hier nicht das ganze Spiel vorwegnehmen und es gibt ja wie gesagt noch ein bisschen frei zu zocken, also damit ihr auch noch was zu sehen kriegt. Ja, dann habt ihr hier natürlich auch noch mal andere Settings, auch ganz nett finde ich. Okay, aber ich denke, das Spielprinzip habt ihr verstanden. Ihr habt verstanden, dass wir mit dem Ding eine Menge Spaß haben. Ihr habt auch verstanden, denke ich, dass das eine Sache ist für zwischendurch und jetzt nicht irgendwie als Dauerbeschäftigung. Aber ich glaube, auf jeden Fall ein Spiel, das sich lohnt. Auch wenn es kein besonders neues Spiel ist, gibt es halt auch schon ein bisschen länger. Aber falls es, wie bei mir jetzt geschehen, unter eurem Radar vorbeigeflogen sein sollte, überlegt euch vielleicht, ob ihr da Spaß dran habt und für eine nette Runde zwischendurch auf jeden Fall volle Kaufempfehlung. Okay, bis dann!